Herzlich willkommen zu 10 Minuten Theologie. Ich glaube, sagen zu dürfen, dass wir in diesem Semester einen sehr anregenden thematischen Reigen haben, bei dem es im Wesentlichen um das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen geht. Und so ein bisschen tanze ich heute aus der Reihe, weil ich ein Thema, eine Fragestellung gewählt habe mit Kreationismus, bei der es nicht um das Verhältnis Mensch-Gott geht, sondern eher um das Verhältnis der glaubenden Menschen untereinander. Trotzdem, auch wenn ich gewissermaßen etwas downgrade in dem Anspruch oder in der Thematik, ist vielleicht die Frage, die ich hier stelle, wie soll man denn eigentlich damit umgehen, mit Kreationismus? Doch von Interesse, weil bestimmt schon wahrscheinlich alle, die hier sitzen, mit dieser Thematik schon Berührung gehabt haben und sich vielleicht genau diese Frage auch schon einmal gestellt haben. Worum geht es? Ich fasse mal so ein bisschen zusammen. Kreationisten, christliche Fundamentalisten, Evangelikale, darum geht es. Ich weiß, dass man diese drei Begriffe eigentlich differenzieren muss. Sie sind nicht deckungsgleich, aber sie haben ziemlich große Überlappungsbereiche und die Schnittstellen sind ausgesprochen fließend nach meiner Erfahrung. Ich leiste es mir einfach mal für diese 10 Minuten, diese drei Begriffe in einen Topf zu werfen. Man kann dann sagen, es geht um eine Randgruppe, insbesondere innerhalb der protestantischen Kirchen, vielleicht nicht nur. Es sind etwa 2%, die in Deutschland hier verortet werden, überwiegend in den christlichen Freikirchen, evangelischen Freikirchen, allerdings auch innerhalb der Landeskirchen. Es kommt durchaus vor, dass die ein oder andere Gemeinde tatsächlich evangelikal geprägt wird innerhalb dieser Landeskirchen. Inhaltlich will ich versuchen, die wichtigsten Elemente zu benennen. Das ist ein wortwörtliches Bibelverständnis. Und die Bibel enthält eine Chronologie, aus der dann geschlossen wird, dass der Planet Erde etwas weniger oder etwas mehr als 6000 Jahre alt sein muss. Das widerspricht bekanntermaßen den naturwissenschaftlichen Überzeugungen, die hier eher 4,5 Milliarden Jahre ansetzen. Und für das Alter des Universums im Übrigen 13,8 Milliarden Jahre. Solche Erkenntnisse der Naturwissenschaften werden dann meist ziemlich banal, ja geradezu subtil, versucht zu hinterfragen, damit auch in Zweifel zu ziehen. Der Cartoon, den ich hier an die Wand werfe, mag das einfach mal so ein bisschen anschneiden. Nicht besser ergeht es der Evolutionstheorie. Das scheint geradezu Teufelswerk zu sein, wenn es darum geht, die heutige Pflanzen-Tierwelt, ja sogar die Menschheit, aus einem Selektionsmechanismus der Umwelt heraus begründen zu wollen. Das passt nicht zum biblischen Schöpfungsgedanken. Und um wenigstens wirklich nicht mit Anspruch auf Vollständigkeit noch einen weiteren Bereich, inhaltlichen Bereich als Charakteristikum zu erwähnen, sind diverse Maßstäbe der Glaubenspraxis, der Glaubensausübung in diesen Gruppen verhaftet. Das beginnt mit Austauschmechanismen bis hin zu Beichtvorgängen, die also auch noch das, was im Katholizismus gefordert wird, locker übersteigen können. Es geht um einen quasi verpflichtenden Besuch von Gruppentreffen, von Tagungen. Es geht dann auch in der weltlichen Ausprägung um konservativ, ja, restriktive Werte, insbesondere im Bereich der menschlichen Sexualität. Ja, gerade in diesem Bereich Sexualität scheint sich das Wohl und Wehe eines Christenmenschen geradezu zu entscheiden. So kommt es, aufgrund dieser Basis kommt es, dass vor einer ganzen Reihe von Jahren mal ein Kirchenmusiker, ein Organist, seines Zeichens entschiedener Christ, mir gesagt hat, er arbeite mit 4 Pastoren zusammen, davon sei aber nur einer Christ. Das ist jetzt 16 Jahre her. Damals stand ich noch nicht so in der Thematik, wie ich es heute stehe. Ich habe es hingenommen, habe mir aber meinen Teil schon dabei gedacht. Und heute würde ich ihn fragen, wie kommt er dazu, sich ein solches Urteil zu erlauben? Das sollte man vielleicht doch besser nur Gott überlassen. Zusammengefasst, bei Kreationisten, Evangelikalen, christlichen Fundamentalisten gilt die Bibel als die maßgebliche Erkenntnisquelle, basierend darauf, dass sie als inspiriertes Gotteswort verstanden wird, während die heutige wissenschaftliche Perspektive eher davon ausgeht,
dass es um berichtete Erfahrungen von Menschen mit Gott ist, wobei dann Fehlerquellen auftauchen können und auch ein gewisses Maß an Subjektivität in den Darstellungen. Logische Widersprüche, auf die dankenswerterweise Frau Rose letzte Woche an dieser Stelle exemplarisch aufmerksam gemacht hat. Logische Widersprüche in der Bibel, sie werden nicht wahrgenommen, nicht akzeptiert und erst recht nicht reflektiert. Und die kritische, extrem kritische Perspektive gegenüber allem Wissenschaftlichen, vor allen Dingen Naturwissenschaften, die von den Evangelikalen angewendet wird, sie wird nicht auf die eigene Weltsicht übertragen. Mein Eindruck ist, dass der grundlegende Unterschied zwischen mir und den Evangelikalen, natürlich auch noch anderen, darin besteht, dass ich als Wissenschaftler auf der Suche nach Wahrheit bin, auf einer nicht enden wollenden Suche, während Evangelikale die Wahrheit schon haben. Jedenfalls denken sie das. Und ich finde, das erschwert uns die Weitergabe christlichen Glaubens. Denn vielfach wird von anderen Menschen gerade diese evangelikale Perspektive, auch wenn sie nur rudimentär wahrgenommen wurde, mit Glaube gleichgesetzt. Und das macht das Gespräch über den Glauben mit anderen erst einmal schwer. Und nach meinen Beobachtungen ist ein gewisser Anteil an Ablehnung von Religiosität genau darauf zurückzuführen. Und pardon, aber ich ärgere mich darüber. Da werde ich jetzt Wutprotestant und frage meine Kirche, ist es nicht endlich Zeit für Klarstellung? Ja, auch mit dem Risiko von Abgrenzung, vielleicht Ausgrenzung gegenüber solchen Gruppen. Das war meine Perspektive so vor 12 bis 14 Jahren. Inzwischen bin ich ruhiger geworden, gelassener, sogar demütiger. Ja, auch das. Was ist passiert? Ich wurde nicht geläutert, aber ich habe natürlich dann doch bemerkt, dass unsere Kirchenleitungen durchaus Stellung beziehen. Dass aber, wenn sie das tun, das nicht gleich auf Seite 1 von Zeitungen oder Zeitschriften landet, wenn es denn überhaupt da hineinkommt. Ich habe natürlich auch kapiert, dass selbst wenn es diese Stellungnahmen gibt, das von Kreationisten eh nicht wahrgenommen wird. Sie haben ja ihre Wahrheit. Weiteres Argument, wenn 2% zu den Evangelikalen gehört, dann sind es 98% nicht. Warum also die Aufregung bei solchen Maßgaben? Ein bisschen möchte ich dieses Argument gleich wieder rot einklammern. Man könnte auch sagen, wehret den Anfängen. Denn in den USA hat diese Gruppierung eine Größe, die 10-mal so groß ist. Die Schätzungen schwanken zwischen 15% und 35% der christlich Orientierten. Und wir wissen, dass in den USA die religiöse Rechte, die christliche Rechte einen starken politischen Einfluss hat. Ein Präsident, der sich diesen Gruppierungen verhaftet fühlte, hat den Irakkrieg vom Zaun gebrochen, auch in religiöser Verbrämung. Und an den Nachfolgen haben wir gerade wieder zu knausern. Das Argument schränke ich also gleich ein, aber viel wichtiger für mich persönlich war die Erfahrung, ja, die neidvolle Erfahrung, ich gebe es zu, dass uns die Evangelikalen, uns eher kognitiv orientierten Denkern in anderen Gotteszugängen, eher auf der sozial-emotionalen Ebene, sie sind uns überlegen. Sie sind uns wirklich überlegen. Sie feiern Gottesdienste, die auf eine Art eingängig und ansprechend sind, wie wir das mit unseren Gottesdiensten, die sehr verkopft sind, einfach nicht erreichen. Sie haben ein Liedgut, das einen innerlich mitnimmt und bewegt. Ich liebe das dort übliche freie Gebet, das von vorgegebenen Texten und rituellen Texten abweicht. Und sie leben einfach ein so inniges Miteinander, wie es nach meinem Eindruck der ersten Christenheit entspricht. Ja, mit einem gewissen Neid blicke ich darauf. Ich wähne sie zwar kognitiv gesehen auf der falschen Fährte, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass sie auf der nicht kognitiven Ebene einfach Gott ein Stück näher sind, als ich es bin und ich es vielleicht je sein werde. Vor wenigen Wochen erst wurde mir das einschneidend bewusst. Da hat eine
Teilnehmerin eines Glaubensfortsetzungskurses, den ich und meine Frau in Reppenstedt leiten. Sie hat gesagt, dass unsere Gespräche über die Bibel durchaus inspirierend, schön sind, dass sie auch immer wieder gerne zu uns kommt, aber dass ihr der Glaube jetzt viel schwerer fällt als vorher. Als sie noch so schön, einfach, kindlich, naiv glauben konnte, nichts hinterfragen musste. Und da fühlte ich mich dann an die Jesusworte erinnert, die uns aufforderten, das Reich Gottes anzunehmen wie Kinder, auf das wir hineinkämen. Was ist letztendlich daraus zu schließen für die Eingangsfrage, wie sollen wir mit Kreationismus umgehen? Nun, ich glaube, dass zum Ersten Belehrung, was immer auf Besserwissertum hinausläuft, vollständig zwecklos ist. Das bringt's nicht. Das wird auch gar nicht wahrgenommen. Gleichwohl denke ich schon, dass wir gehalten sind, unsere Meinung, unsere Position sachlich, aber dann auch in aller Freundlichkeit vorzutragen, und das schließt nicht aus, unüberbrückbaren Dissens klar zu formulieren, denn in Glaubensüberzeugungen gibt es letztendlich keine Kompromisse. Das hat auch schon Martin Luther erkannt. Ich glaube, die Kunst besteht jetzt darin, trotz des Dissenses das Gegenüber wertzuschätzen und, ich steigere das noch, lieb zu haben. Das ist nicht unbedingt einfach. Das kann aber gelingen, denn Gott macht es uns vor. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass er Evangelikale und uns Normalos gleichermaßen lieb hat. Ich bin ferner felsenfest davon überzeugt, dass, wenn es dann um den Eintritt in das Reich Gottes geht, dass es dort nicht, wie in Deutschland, einen kognitiven Einbürgerungstest geben wird, sondern die Frage der Liebe wird entscheidend sein. Quintessenz für mich: Glaubensüberzeugungen leben, ja, klar und eindeutig, aber auch gleichermaßen deren Bedeutungen relativieren. Letztendlich ist Gottes- und Menschenliebe viel wichtiger als das, was ich für Wahrheit halte. Und in diesem Sinne möchte ich selbst noch einmal mit einer sehr kindlich naiven Gottesvorstellung schließen. Ich stelle mir Gott gerade jetzt in der WM-Zeit vor, wie er da oben steht vor einer Großbildleinwand, aber da werden keine Fußballspiele übertragen, sondern stattdessen die religiösen Auseinandersetzungen zwischen Religionen, Konfessionen und Konfessionsgruppen. Und mit einem unendlich gütigen Lächeln denkt er dann bei sich: Ja, ja, die Menschen, auch sie werden eines Tages erkennen, worauf es wirklich im Leben ankommt. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen liebevollen Tag.